Magdalena aus dem Haus der Jugend. Vielleicht geht es euch auch so. Es sind noch ein paar Ostereier übrig. Ostern war ja gerade erst. Und wir dachten uns, wir machen da mal was mit Bewegung. Und zwar haben wir uns einen Parcours ausgedacht, haben uns da auch ein paar Regeln für ausgedacht. Und den erklären wir euch jetzt einmal. Und dann werde ich versuchen, den so schnell wie möglich mit dem Klassiker eigentlich, Eierlauf, zu absolvieren. Wir erklären es einmal kurz. Also ich muss hier irgendwie drüber springen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, drüber zu springen, aber ich darf hier auf einmal rauf. Ich darf auch einmal rauf. Dann muss es hier natürlich im Slalom rumgehen. Hier muss ich drunter durch. Hier muss ich drauf balancieren. Dann muss ich durch den Wald hier, durch den Seilwald. Dann kommt es zum Fußball. Da muss ich den Ball in das vorgegebene Tor kicken. Dann Limbo hier drunter durch. Dann nochmal kurz hier zur Station Zielwurf. Und am Ende muss ich noch meinen Namen mit Wasser schreiben. Genau, und das versuche ich jetzt gleich mal so schnell wie möglich. You got a lot tied up inside. Got Jesus on your mind. And a boy that just won't fight. Baby, it's a grind. And this your bitter life, where nothing just won't do. The girl pleads, the woman needs a wedding ring. Den Dingen gebastelt und gebaut, die wir hier so im Hof gefunden haben. Probiert es doch gerne mal zu Hause selbst aus. Guckt, was ihr da habt. Ihr müsst natürlich nicht die gleichen Dinge benutzen, sondern sucht euch was raus. Stellt euch vielleicht vorher Regeln auf, was ihr alles machen wollt. Also, dass ihr irgendwo drunter durch wollt, irgendwo drüber springen, auf irgendwas balancieren, Limbo. Das waren jetzt so ein paar Elemente, die wir drin hatten. Aber ihr könnt euch natürlich die verrücktesten Dinge selbst ausdenken und ja, viel Spaß dabei. Tschüss. Kein, kein.